Hier war gestern Remi Demi im Volksfest und endlich wieder auf Radreise. Ich habe richtig Bock. Ich fahre jetzt durch dieses Tal, Leute. Guckt euch das an hier. Alles richtig gemacht, Lucy. Oh, oh. Lucy, erster Gang. Das ist à la BKR hier. So, so. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Montag, der 19. Juni 2023 und heute ist der offizielle Starttag meiner Tour. Ich möchte in den nächsten 8 Tagen die Donau fahren, stehe hier direkt an der Donauquelle. Ja, heute geht es 70 Kilometer auf den Campingplatz Wagenburg bei Hausen im Tal. Also 70 Kilometer ist schon nicht ganz ohne, aber das Höhenprofil ist erträglich, will ich es mal nennen. Also, ich nehme euch jetzt gerne mit. Wir fahren noch mal eben zur Donauquelle und dann geht es offiziell los auf meine Tour. Viel Spaß dabei! Und das ist sie nun, die Donauquelle. Recht unscheinbar. Aber wie ihr wisst, auch der größte Fluss fängt irgendwo und irgendwann mal ganz klein an. Die Donau mündet nach, ich weiß gar nicht, wie 1000 Kilometern im Schwarzen Meer. Aber ich habe nur 8 Tage Urlaub. Ich fahre nur bis Passau, wenn ich mehr Urlaub hätte oder in Rente wäre. Würde ich glatt durchfahren. Aber jetzt geht's los auf meine Tour. Hier war gestern Remi Demi im Volksfest. Brechend voll sind wir hier durchgefahren gestern. Hier die Blaskapelle gespielt. Und unser Stellplatz gar nicht weit entfernt. Das war höchstens 1 Kilometer. Also mehr muss nicht sein. Das heißt, ich fahre jetzt den gleichen Weg nochmal zurück. Vielleicht steht Karin da gleich noch. Dann mache ich noch Winke, Winke. Und genau hier aber gestanden. Karin ist schon weg. Die ganz junge Donau. Wie ein Rinnsal, würde ich sagen. Wenn ich nur mehr Urlaub hätte. Die Tour ist jetzt über 8 Tage geplant. Wir haben nur 2 Wochen Urlaub insgesamt. Ach. Aber ich brauche das. Radreisen macht einfach Spaß. Ja, und so schaut die Donau dann schon nach 5 Kilometern aus. Das ist schon recht breit. Oh, macht das Spaß! Yes! Allerfeinste Wetterbedingungen. 25 Grad. Es weht ein leichtes Lüftchen. Wunderschön. Heute Nacht ist ein bisschen Regen durchgezogen. Es hat ein bisschen getröbbelt. Die Straßen sind hier stellenweise noch ein bisschen nass. Gegen Abend wird wahrscheinlich wieder Regen kommen. Das gilt auch für die nächsten 3 Tage. Aber stört mich nicht, solange ich das Zelt trocken hoch habe, kann es mal wegen regnen, das stört mich überhaupt nicht. Oh, bitte Zelt bleib stehen, bitte bleib stehen! Wir sprechen uns morgen Abend wieder, Lucy. Jo. Lustig, da oben tirilliert eine Feldlerche. Der macht vielleicht ein Spektakel. Kann ich gar nicht nachmachen. Jo! Und freut sich. Genau wie Lucy. Und die nächstgrößere Stadt, Geisingen. Hier war ich auch noch nicht. Schöner Weg bis jetzt.
Wirklich toll. Gut ausgeschildert. Da gibt's nichts zu meckern. In Hintschingen bin ich jetzt. So, und ich muss jetzt nach wo? Kennt ihr die noch? Kaugummiautomaten. Gab es bei uns in unserer Straße früher auch. Groschen reinstecken. Und dann kriegte man diese klebrig süßen Kaugummis da raus. Bleh. Was ist das? Das sieht aber sehr massiv aus. Das kühlt. Ja, leicht verpeilt. Hier muss ich rüber. Das Schild nicht gesehen, Radweg. Einmal über die Bahn. Jo, im ersten Gang geht das. Das sieht gut aus. Ausholen. Boah, möchte wohl gehen. Und hier der Bahnhof in Immendingen. Schöne Aussicht hat man ja. Von der Brücke. Bei diesem schnuckeligen Biergarten habe ich eben kleine Pause eingelegt. Da konnte ich nicht dran vorbeifahren. Sehr gemütlich. Ja, und hier ist so eine Zeltwiese. Hier dürfen Radler eine Nacht kostenlos übernachten. Das finde ich richtig klasse. Super, tolle Idee. Bin noch nie gesehen. Ich fahre jetzt mal weiter. Bis Tuttlingen habe ich jetzt noch ungefähr 8-9 Kilometer etwa. Und dann habe ich die Hälfte der Etappe schon geschafft. Ja, sehr schön. Wäre ich fast dran vorbeigefahren. Im letzten Moment noch gesehen. Klasse hier. Und über die Donau wieder. Donauversickerung, was mag das sein? Ist da vorne. Fahre ich natürlich hin, guck erstmal nach, was das ist. Bei der sogenannten Donauversickerung handelt es sich um eine unterirdische, unvollständige Flussanzapfung der oberen Donau zwischen Immendingen und Möhringen. Dort verschwindet Wasser der Donau an verschiedenen Stellen im Flussbett. Nachzulesen auf der Tafel. Ein wirklich schöner Weg, der Donauradweg. Ich bin positiv überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. So schön hier. Ja, komisch ist das schon. Das Flussbett ist ausgetrocknet. Aber auf dem Garmin-Display sieht man den Flusslauf der Donau. Links das mit den Pfeilen, das ist der Track. Nun gut, hilft nichts. Vielleicht ist das ja auch nur ein Phänomen, was im Sommer auftritt. Das stimmt, im Sommer ist das Flussbett oft wochenlang trocken. Und durchgängig hier auf dem ganzen Weg, den ich bis jetzt hier gefahren bin, ist hier links auf dem Radweg so ein blauer Streifen. Dieser blaue Streifen soll den Weg eindeutig als Radweg kennzeichnen, um ihn wohl von klassischen landwirtschaftlichen Wegen abzuheben. Eine Recherche ergab, dass die blaue Markierung auf diesem vielbefahrenen Teilabschnitt des Donauradweges erst in 2020 dort auf dem Asphalt angebracht wurde. Und wie aus dem Nichts taucht plötzlich die Donau wieder auf, da ist sie wieder. Aber es ist auch nur ein kleines Rinnsal. Und zum Anfang gleich, als ich losgefahren bin, an einigen Stellen doch um einiges breiter. Und kaum Fließgeschwindigkeit. Nächster Ort Möhringen. Super ruhig hier. Toll, schaut mal hier.
Und wer war denn wohl Karl Storz? Dr. H.C. Karl Storz, geboren und verstorben in Tuttlingen, war ein deutscher Unternehmer und Erfinder sowie der Gründer der Firma Karl Storz Endoskope in Tuttlingen. Mit über 400 Patenten auf seine Erfindung hat er die Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie und der Früherkennung von Krankheiten in besonderem Maße beigetragen. Diese blaue Linie, die hier auf dem Asphalt angebracht ist, das muss die Markierung für den Donauradweg sein, wirklich durchgängig hier. Auch das stimmt, war aber nur auf dem ersten Teilabschnitt des Donauradweges zu sehen. Keine Ahnung, wie der Ort hier heißt. War alles sehr ruhig. Hier ist nichts los. Keine Menschenseele hier. Niemand. Wo sind die alle? Dazu. Nach rechts. Stetten an der Donau hieß der Ort eben. Erkannt habe ich es am Ortsausgangsschild. Ich bin jetzt in Mülheim an der Donau. Hier ist genauso wenig los. Nicht gar nichts. Niemand hier. Ja, wieder alle am Arbeiten, was wohl der Fall sein wird. Hier fährt sich's wie auf einem Bahnradweg. Wunderschön. Der Asphalt wirklich vom Feinsten, tipptopp. Keine Löcher, keine Dellen, gar nichts. Eine richtige Radfahrerautobahn. Jo. Ja, und jetzt direkt an der Donau. Schönes Waldstück hier. Schatten. Herrlich. Da unten fließt die Donau. Schönster Abschnitt bis jetzt, würde ich sagen. Kilometer 56, was ich heute Morgen schon kurz angesprochen hatte. Jetzt kommen die knackigen Peaks hier. Oh, oh. Lucy, erster Gang. Mal sehen, ob ich da hochkomme. Heieiei. Das ist à la BKR hier. Carmen hat sich gerade auf Pause gestellt. Zu langsam. Oh. Noch fahrbar. Und von den Peaks kommen gleich mehrere hintereinander. Hier bin ich jetzt doch nochmal gehalten, kurz vorm Ziel. Das muss ich genießen hier, den Moment.
Boah, ey. Bitte schön, und das auch noch. Da oben auf dem Felsen. Irgendeine Burg. Guck gleich mal nach, wie die heißt. Und blend's unten ein. Und was muss man von da oben für eine Aussicht haben? Von dieser Burg. Ich bin jetzt in Hausen angekommen. Da hinten kann man schon den Campingplatz sehen. Auskunftsstelle, Campingplatz. Auskunftsstelle. Rezeption kenne ich wohl, aber Auskunftsstelle. Aha. So, ich bin angekommen. 71,3. Schön ruhig hier an der Donau. Fällt mir sehr gut. Hier scheint die Anmeldung zu sein, die Rezeption. Da hinten ist der Zeltbereich. Da war ich eben schon nicht angeguckt. Gut, dann werde ich mich mal anmelden. Da wären wir angekommen und ich habe mir mal diese Stelle hier als Zeltplatz ausgesucht. Direkt an der Donau hier. Da werde ich gleich mein Essen zelebrieren. Und morgen früh wird die Sonne wahrscheinlich da so aufgehen, nehme ich mal an. Also für 19,50 inklusive zwei Kaltgetränke und einer Duschmarke zum Warmduschen. Kaltduschen ist hier gratis. Aber ich möchte gleich warm duschen. Das Zelt steht derweil. In der Zwischenzeit habe ich mal den Garmin an die Solarzellen geklemmt. Vorhin 56%, jetzt nach einer guten Dreiviertelstunde 76%. Also die Sonne. Viertelstunde noch, da kann ich auch duschen gehen, ist die Sonne weg und dann dürfte der Garmin so ziemlich voll sein. Also dann brauche ich da heute gar nichts mehr laden. Ja, der Platz gefällt mir richtig gut. Richtig schnuckelig. Nicht viel los. Genau nach meiner Mütze. Da ist mein Zelt. Und jetzt wird gekocht. Perfekt hier. Ähnlich wie am Schliersee. Da war die Bahn auch direkt neben dem Campingplatz. Schon wieder eine Bahn. Das war die andere Richtung. Aber das ist erst die zweite Bahn, die ich hier heute gehört und gesehen habe. Ja, ich hoffe, denke, um 11 Uhr ist ja spätestens Feierabend und dann bin ich sowieso im Bett. So. Jetzt gibt's Essen, Leute. Und das gibt's jetzt. Lunch Bowl. Linsenbulgur, gegrillte rote Paprika und Auberginen, Kirschtomaten und so weiter. Und da habe ich nochmal eben verfeinert mit etwas Zwiebel und Knoblauch. Ich hätte jetzt normalerweise den Trangieren nehmen müssen, aber da war ich jetzt ehrlich gesagt zu voll zu. So, dann mal guten Appetit. 2 Zehen Knoblauch, eine dicke Zwiebel. Lecker. Es ist jetzt 9:15 Uhr. Ich habe fein gespeist, bin richtig fein satt. Und jetzt werde ich meinen Müll wegbringen und den Abwasch mal eben erledigen. Und dann werde ich mich hier mindestens für 2 Stunden noch an die Donau setzen und nichts mehr machen, nur noch chillen. Das ist so schön hier. Man hört hier absolut nichts. Nur ein paar Vögel zwitschern hier. Und sonst ist hier Totenstille. Ich bin schwerst beeindruckt von dem Platz hier, muss ich wirklich sagen. Und auch wirklich schwerst beeindruckt von der Tour. Gerade das Stück hinter Mülheim an der Donau heute.
mit diesen Felsformationen. Das war wunderschön, auch gleich nach dem Start hinter Donaueschingen durch diese Täler, die ich da gefahren bin. Echt der Hammer, wirklich. Also wenn der Tag morgen auch nur ansatzweise so gut wird wie heute, dann hat sich der Weg schon mal gelohnt. Morgen gibt es eine kleine Überraschung zu sehen, denn wir haben geplant, oder ich habe mit einem anderen YouTuber geplant, dass wir uns treffen morgen. Wer das ist, werdet ihr sehen. Wahrscheinlich werden wir sogar zu dritt fahren, denn er hat eine Begleitung dabei und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich den mal kennenlerne, persönlich vor allem kennenlerne. Ich will jetzt auch gar nicht mehr lange quatschen, denn das ist einfach nur schön hier und ich will die Ruhe genießen. Also macht's gut und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaltet ihr im nächsten Video wieder ein. Bis dann, euer Lucy. Ciao.